Leave out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Tja, man muss kein Offizier sein, um eine Führungspersönlichkeit zu sein. Black Caesar ist der nächste Fall. Ich bin gespannt, wie es wird in Hollywood. Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Oh nein, ich wusste es. Ach nein. A special request was made to transfer you to add Vice. Oh nein. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. Warum? Ich will nicht. Does the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? Scheiße. The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay. Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Oh, let's rouse some hopheads. Na, das kann ja super werden. Ich hab's befürchtet. Wir haben jetzt Roy als Partner. Na toll. Ich glaube, wir müssen uns mal umziehen, weil wir ja jetzt öfter mit den... Wo haben wir's denn? Hier, Sunset Strip. Weil wir jetzt öfter mit Filmstars zu tun haben. Da passt das doch, wenn wir uns das anziehen. Ach, wir hatten das jetzt gerade auch automatisch an, ne? Die Klamotte ist hässlich, aber was soll's. Na super, jetzt wird's unschön. Ich will Galloway zurück. Ganz ehrlich, Galloway war ein grantiger alter Sack, aber ich mochte ihn noch am meisten. Und ich will nicht diesen Arsch hier als Kollegen haben. Oh Mann. Na gut. Man kann sich's nicht aussuchen. Weißt du was, ich nehme mir mal kurz das Feuerwehrauto. Einfach nur so zum Spaß. You gotta be kidding me. We're driving this? Na klar doch! Komm, rein da! Das wird viel witziger. Oh, und wir haben sogar einen Funk. Das ist doch großartig. Da muss ich nur mal kurz schauen auf die Karte. Ja. Siehst du mal, Hollywood in der Ecke waren wir noch gar nicht. Wir waren bisher immer hier unten bloß dann, ne? Jetzt verschlägt es uns in eine ganz andere Ecke, wo es nochmal richtig viele versteckte Fahrzeuge gibt. Die wahrscheinlich alle auch ziemlich schnell sind. Ich glaube, jetzt sind wir so im finalen Part des Spiels oder im finalen Drittel vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Na gut, wir machen uns auf zur Junkie-Wohnung. Ich mache jetzt nicht extra zu dem Fall erst noch hin, zu dem spontanen. Sondern ich werde jetzt gleich zu der Junkie-Wohnung hin machen. Na, die Sirene wenigstens aus hier. Nervt ja doch ein bisschen. So, dann machen wir gleich mal mit dem dicken Oschi hier hin, bis der Eindruck schinden. Ich meine, so ein hässliches Cabrio kann doch jeder fahren in Hollywood hier. Aber sowas, das ist schon cooler. Gefällt mir zumindest besser. Na gut, ich bin ja mal gespannt, ob Roy weiterhin genauso arschlöchig und eklig bleibt, wie er bisher immer rübergekommen ist. Ich befürchte aber schon. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und ob er
Ich weiß ja noch nicht so wirklich, wir haben ihn ja bisher noch nicht in den Fällen selbst erlebt, ob er ein ignorantes Arschloch vielleicht ist oder nicht. Aber was wir schon mitgekriegt haben, ist, dass er auch mit zu den Bullen gehört, die dieser hässlichen Sitte anheim gefallen sind, Deals mit irgendwelchen Verbrechern abzuschließen. Junkie-Wohnung, 4.03 Uhr, beste Zeit zum Arbeiten. They really picked a prize shithole for our first date. Na gut. Ich frage mich bloß, warum er im speziellen Phelps angefordert hat. Warum hat er das gemacht? Okay. Geht klar. So, die letzte Tür links. Hier ist bloß eine Tür links. Come on, Dunn. Your show now. Na gut. Wo darfst du sein? Nothing but grief from you today. You'll get your prints when they're ready. Okay. Vielleicht ist auch das hier mit um die Ecke gemeint. Aha, okay. Carruthers. Phelps, I've been reassigned to Advice. What have we got? Two stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issue morphine? We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Ich wollte auch nie bei der Sitte landen. Bin ich ja nur wegen dir. Das, ich befürchte, das wird das verkommenste Department sein, das es hier gibt. Took his jolt and drifted off. And I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Tja. Frage ist, hat er sich selbst das zugefügt? Ich meine, theoretischerweise könnte ihm auch jemand anders das verpasst haben, ne? Man weiß es ja nicht. Ich untersuche erstmal die andere Leiche noch. One cigarette is enough to knock you out for combat trauma. Two of them will stop your heart. Und das wissen die doch sicherlich auch, oder? Ich meine, normalerweise weiß man doch, wie viel man nehmen darf. Gut, im Gesicht gibt's nichts, wie es scheint. Schauen wir erstmal die Arme an. Another day, another dollar. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Nee. Sieht nicht so aus. Obwohl es eigentlich so aussieht, als ob sein Nagelbett am rechten Ringfinger ein bisschen im Arsch ist. These clowns lived on popcorn? Naja, wer weiß. Must have been messy eaters. It's all over the floor. Hier sind die Einstiche. Looks like it was always gonna end this way. Tja. Trauriges Ende. Never the same, are they? Aber was haben wir denn da? Okay, schauen wir erstmal den Zettel an. JJ always listens. To 275 FM. Why do these two care about his taste in music? Tja, das werden wir noch herausfinden, denke ich. Führerschein, Cornell Eustace Tyree. Interessanter Name. Habe ich noch nie gehört. Na gut. I say only the good die young. I hope it was true in your case. Naja, immer stimmt das nicht. So, können wir noch die andere Tasche untersuchen, oder? Nee. Okay. Dann schauen wir uns mal das auf dem Boden an hier. Ah, das ist der Führerschein des anderen wahrscheinlich. Another ja. Day,
Tyrone Anthony Lamont. Tyrone Lamont, not even 23 years old. Was haben wir hier? Auszahlung auf Nummer 746, Samstagnacht. A small chance in life is probably better than no chance. Mal sehen, ob das davon Bedeutung wird. Ich weiß ja nicht. So, das Popcorn lassen wir mal liegen. Können wir mit Carruthers reden? In a op-ed is no way to live, but I could think of worse ways to die. You should follow up on your leads. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Gibt's hier denn noch irgendwas von Bedeutung? Ah, hier. Schauen wir uns erstmal das Musikstück an. All in My Head. Andrew und Simon Hale. I wonder what's the correlation between love of the needle and love of the music. Ich habe keine Ahnung. So, aber hier gibt's ansonsten nichts weiter zu sehen dabei, nehme ich an. Ich frage mich, ob das ein real existierendes Stück ist oder was damit ist. Naja, wer weiß. Never the same. Seltsames Gekritzel. Kind of fruit, a bell, and wind. Strange doodle. Das sieht aus wie die Zeichen, die man auf einem einarmigen Banditen hat. Da gibt's doch auch immer eine Kirsche und eine Glocke. Tja, vielleicht auch noch Glücksspiel, wer weiß, wer weiß. So, haben wir hier drüben vielleicht noch irgendwas? Nicht das Popcorn, das interessiert mich nicht. Was? Das von Interesse? Ach! Da haben wir zumindest schon mal den Namensgeber. Aha. Na, da habe ich ja Glück gehabt. Normalerweise lasse ich den Müll ja immer liegen. Weil das Spiel sich sonst nie dafür interessiert. Eine Geige? Irgendwas Interessantes dabei? An der Geige? Scheinbar nicht. Das ist ein ungewöhnliches Instrument für einen Bluesmusiker. Gut, die Instrumente scheinen generell nicht weiter von Bedeutung zu sein. So. Dieser Koffer ist auch nicht von Interesse. Ist das denn eigentlich an allen Popcorn-Dosen? Ich habe mir ja gar die Rechte ja gar nicht angeguckt erst. Ja. Another special order from the Caesar. Ich glaube schon. Ja, das ist an allen, okay. Das wollte ich nur wissen, dann wird das Caesar vielleicht eine Drogenstelle, also Drogenverkauf mitbieten, könnte ich mir vorstellen. Eben die Spritzen. Die werden vielleicht unten dranhängen. Streetlife have no idea how dangerous this stuff is. Ich könnte mir vorstellen, dass eben unten mit Klebeband genau diese Spritzen festgemacht sind. Okay. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Und auch hier liegt wieder die Dose daneben. Könnte auch von der Breite her passen, dass die Tube eben dort gerade befestigt ist, wo nichts dran zu sehen ist, ne? Na, wir schauen mal. Ich denke mal, wir werden dort einen Drogenvertrieb finden. So, noch ein Becher, natürlich. Lass doch all die Becher mal in die Hand nehmen. A bit heavy for an empty cup. Oh, hier hängt wohl noch was dran, hä? Bingo! Eine Injektionsspritze, Morphium Tartrat. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Zwar nicht mit Verpackung, aber so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Let's shake him down. Na dann. Lass mal rübergehen. Catch
all the good ones, Phelps. Auf zum Drogenvertrieb, genauso wie ich mir das gedacht habe. Schön, dass jemand unser Auto hier geparkt hat. Ich nehme dann mal doch unser Auto wieder. Ich weiß nicht, wer es hergebracht hat, aber die Feuerwehr wurde in zweiter Reihe jetzt geparkt nur. So, auf zum Black Caesar. Right. Let's wrap this up. Son of a bitch. Verzeihung. So, dann müssen wir uns mal gucken, wie wir hier right. Arsch kommen rüber. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claim for it. Black Caesar Imbiss, 7:38 Uhr. Help you? Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the death. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Get that son of a bitch. Das war ja sehr großartig. Na gut, dann wollen wir den Imbisskoch mal schnappen. Unsere Kollegen sind immer so mit Intelligenz gesegnet, das ist Wahnsinn. Stay on him. Na klar, ich hole ihn mir schon. Keine Sorge. Der kommt nicht davon und er hat auch mal wieder den Drang, wie die meisten Verbrecher, einfach nach oben zu gehen, warum auch immer. Das endet doch eh immer damit, dass ihr am Rande irgendeines Dachs landet und dann nicht weiterkommt. Wobei es hier zumindest wieder nach unten geht. Das heißt, vielleicht hat er sogar mal einen richtigen Fluchtweg hier sich ausgedacht. So, mal abgekürzt und dann haben wir ihn fast gekriegt, aber nur fast. Ah. Schade. Ich hätte ihn mir fast schon schnappen können. Du Sack. Eddie, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. What the hell going on here? Morgan! Not you? You picked the wrong cop, you fucking animals. Nicht mit mir, mein Freund. Etwas zu langsam im Schlagen. Okay, der erste Schlag war ein bisschen blöd von mir. So. Nett. What's your name? Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Ich glaube, das Fleisch brät an. Keep very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Kriege ich gleich Hunger, wenn ich das Fleisch braten sehe. Ich habe gerade wahnsinnigen Hunger, muss ich zugeben. Ich will was haben. So, schauen wir noch mal. Eier. Hm. Don't think this is any use to us. Eier, wir brauchen Eier. Irgendwas am Boden? Nein. Hätte sein können. Gut, das ist also unwichtig. Suchen wir doch mal ein bisschen tiefer. Aha. Da haben wir doch schon mal die Morphinverpackung gefunden. Wenn Cole sie noch erkennen würde, wäre das super. Ja, danke. Nein, jetzt. Ja, komm. Okay. Ja, wissen wir doch, dass es süchtig macht. Might not be filling, but I'm sure it's satisfying. Wunderbar. Haben wir hier noch was? Okay. Eine weitere Trompete. Plus Zubehör. Da ist was drin. Ah, Lotterielose. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Gut, dann sollten wir mal die Lotterie auschecken, nicht wahr? The Blue Room Chess Club. Reversed by the issuer. Ausgegeben von Jermaine Jones? Maybe Morgan can give us something on this Jones character. Ja, wenn es mit dem Fußball nicht klappt, dann probieren wir es einfach mal mit kriminellen Geschäften.
Okay, wunderbar. About time we heard what Fleetwood here has to say, Cole. Na dann, auf zum Verhör. We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black eyed peas. Das war jetzt total glaubwürdig. You're lying, Fleetwood. We know that you supplied them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my tan hair flipping burgers. Can you prove any different? Ja. Wenn es drin steht, ja. So, Morphin zum Verkauf. Gut, ich nehme mal an, das wird's wohl sein, oder? Oder wollen Sie den Popcornbecher mit Morphium? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal das hier. Flipping burgers and strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a two-bound, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. Ich sage ja, wenn es mit dem Fußball nicht klappt, dann müssen wir es wohl mit kriminellen Geschäften probieren. We have you for the hop and resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. Alright, now what else you want to know? Haben wir denn zufälligerweise Lotterie? Ich will mal kurz schauen. Ottis illegales Wettgeschäft und Lotterie. Das hilft mir nicht weiter. Hier, Lotterieschein. Mir geht's um Teil eines Wettscheins aus der Brieftasche des Überdosisopfers. Okay, ich probier's mal damit. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Cut the jive, Fleetwood. You're running your own numbers racket from this food stand. You got the tickets, but you got nothing else. Now how you gonna prove that I run a lottery? Ich probiere das mal mit dem Schein. Ich weiß nicht, ob es klappt. Okay, dann nicht. I'll let you in on something. The numbers is ran by white people, Italians and those Jewish motherfuckers, not black musicians in 50 cent shoes. Was soll's? See you at the station, Fleetwood. Right, you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. We always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. Gut, wahrscheinlich hätte ich einfach Anzweifel nehmen sollen. Kann man ja nicht wissen. So richtig. Egal, wir haben das, was wir brauchen, glaube ich. Die Lotterie und Jermaine Jones. Okay, machen wir erstmal noch zur Lotterie einfach hin. Spielhölle und Lotteriegeschäft. Auf geht's. So, das war auch klar, dass ich da nicht mehr rumkomme. So. Was ist denn hier eigentlich? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was wird mir denn hier angezeigt auf dem Radar? Telefon. Brauche ich denn gerade ein Telefon? Das wäre für mich von Interesse. Ich gehe mal kurz dahin. Es würde mich mal interessieren, ob ich da jetzt irgendeinen wichtigen Anruf tätigen kann oder so. Kann ja sein. Geh mal hier rein, bitte. Nee. Oder? Ja, wir schauen mal. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, detective? I need an address on a Jermaine Jones musical booking agency. Just a moment, detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thanks, man. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt also die Adresse, unter der wir Jermaine Jones finden können. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem erstmal mit der Lotterie, weil wir die jetzt schon mal drin haben. Und ich hoffe mal, die wird auch gleich um die Ecke sein, oder? Naja, gut, um die Ecke jetzt nicht unbedingt, aber es geht, es geht. So, machen wir mal ein bisschen auf den Hollywood Boulevard lang. I heard you were in the Blue Room the other night. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids? Where I go is your business. It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it?
I don't know what you're talking about, Roy. All units in the vicinity and any sense. So macht man sich direkt Freunde. Marlin, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlin. Not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl. There goes a week's wages. Verzeihung. As long as Hollywood exists, she'll be chewing up starry-eyed little girls. Marlon Smalton. Ah, sorry, jetzt hat das Gespräch abgebrochen. Lotteriegeschäft, 8.53 Uhr. Ja, das ist keine Ausrede, Roy. Das ist keine Ausrede. Mit Leuten wie dir ist klar, dass das immer so bleiben wird.